Räume weg. Das hat sich irgendwie habe ich das um einen verzogen. Komm, wir kopieren einfach. Da ist leider schon jetzt ein Mäuerchen hin. Mist. Ach, schon wieder ein Ausbruch. Leck mich doch. Wo? Schon wieder mit einem Tunnel. Traumhaft. Fickt euch. Warum seid ihr denn nicht zufrieden? Mann. So. Das da muss weg. Das nicht. Was habe ich denn dann da falsch gemacht? Moment. So etwa, ne? Ah, nein. Wir nehmen das noch mit. So. Nein, auch falsch. So ist es korrekt. Jawohl. Und dann müsste es auch so korrekt sein. Und ein Tod. Was ist denn mit euch? Oh, immer mehr Hochsicherheitsgefangene werden hier gerade produziert. Was stimmt denn bei den normalen nicht? Achso. Wir haben echt zu viele Gefangene. Scheiße. Hab nicht aufgepasst. Uiuiui. Jo, wir haben zwei normale Gefahrenstufe zu viel und wir haben einen allgemeinen Bereich. Warum? Was ist der allgemeine Bereich? Dieses hier. Shit. Nein. Da. Oh, das hier gilt alles als allgemein jetzt. Das soll eigentlich niedrige Sicherung sein. Okay, wir haben Kapazität niedrige Sicherung, da haben wir schon zu viele. Und hohe Sicherung haben wir natürlich jetzt auch zu viele und wir sind generell überfüllt. Schön. Okay. Es ist nicht so gut. Ja, nach und nach kriegen wir das bestimmt hin. Wir brauchen auf jeden Fall eine Überlaufzelle. Selbst wenn die nicht fertig wird, während wir hier bauen und planen und das wirklich nötig haben, sollte ich eine haben. So wie ich mich kenne, passiert mir das nämlich nochmal. So. Gefängnistüre. Und dann können wir mal sehen, wie wir das jetzt geklärt kriegen. Wir haben nämlich absolute Überbelegung. Scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Wie viel dürfen denn raus? Zwei. Gefangene zur Entlassung bereit sind 78. Ja, das haben wir dann relativ schnell wieder raus, glaube ich. Allerdings erhöhen sich natürlich die Hochsicherheitsgefangenen einfach durch den Ärger, der sich bei denen angestaut hat. Shit. Das hier muss noch abgerissen werden, ne? Die Mauer da. Die Mauer muss weg. Ah ne, so. Die Mauer muss weg. Und ein Bett muss da wieder hin. Wie sieht's aus? Wir haben Kapazität, niedrige Sicherung 211. Das ist schon mal gut. Bei den anderen haben wir halt noch ein bisschen viel, die jetzt irgendwo, keine Ahnung wo sind. Müssen wir für sorgen, dass sich das wieder ausgleicht irgendwie. Klontool. Zwei Zellen brauchen wir hier. So, ich möchte bitte gelobt werden übrigens für das Verwenden dieses Cloning-Tools. Boah, da ist schon wieder Alarm. Scheiße, ey. Okay, das Wasser kommt jetzt erstmal von unten. So. 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 Damit da direkt das Wasser fertig ist, schon mal einen Auftrag geben. Okay, so nach und nach verschwinden die Gefangenen, aber das sind alles normale Sicherung, niedrige Sicherungsgefangene. Die anderen haben noch Probleme. Haben wir das schon eingerissen? Nö, warum nicht? Los. Reiß das ab. Geht doch.
Ist der Eingang jetzt vorhanden? Bitte? Ja, traumhaft. Okay, Cloning Tool. Ich kenne mich ja jetzt aus. Ich weiß voll Bescheid. Okay, dann kann ich das. Nee, Moment. Ich muss das so kopieren und dann hier dran, ne? So. Okay, und das bauen wir erstmal. Da muss allerdings auch Wasser durch gelagert, geliefert, geleitet werden. So, so. So. Oh, verdammt, da ist eins zu viel. So, 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 so. Das haben wir und Strom muss da auch rein. Ich mach mal langsam, ne? Strom muss da auch rein. So, erstmal so. Okay, puh. Erstmal geschafft. Duschen, reicht das wohl? Ich weiß es nicht. Machen wir mal ein bisschen mehr Rohre hin und noch ein paar Duschköpfe. So, und ich fürchte, wir müssen auch noch ein paar Wachen. Das ist egal. Wachen. Da ist nur einer. Ich glaube, in diesem Raum sollten wir generell drei Wachen vorrätig haben. Genauso. Oh, guck mal an. Das ist jetzt normale Sicherung. Das spinnt ja wohl. Genauso hier sollte auf jeden Fall jemand vor Ort sein. Okay. So, 301. Wir haben noch allgemeinen Bereich irgendwo. Das hier. Okay, gut, ja. Lassen wir erstmal. Wird sich ja aufklären, sobald wir die Bereiche vernünftig wieder zuweisen. Da muss natürlich auch noch Wasser rein. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Hier läuft direkt eine dicke Leitung durch. Okay, die schlafen gerade. Es ist 3 Uhr morgens. Ich würde sagen, so, wenn die aufstehen und zur Arbeit marschieren oder was auch immer die tun. Warum hier direkt Leute reingesteckt werden, obwohl da noch kein Wasser ist, kann ich nicht nachvollziehen. Aber okay. Aber wir machen auf jeden Fall gut Geld. Das funktioniert ganz gut. Egal, was sonst so schief geht, Geld machen wir. Alles in Ordnung, alles in bester Ordnung. Ach ja, meine Übergangszelle, die blinkt mir fröhlich entgegen hier. Wie sieht's aus? Stromtechnisch haben wir, ist der Generator noch echt gut dabei. Übergangszelle, da möchte ich jetzt eigentlich wirklich alles reinhaben. Und zwar als allererstes kommen die Bunkbeds. Die kommen hier hin und zwar für viele Personen. Es wird jetzt echt ein großer Zellraum einfach, wo alles rein muss. Dann hätte ich gerne einen kleinen Duschbereich für 5 Personen. Das muss dann reichen. Der muss natürlich mit Abflüssen hier irgendwie gesichert werden. Und dann noch, kann man da einfach Toiletten reinsetzen? Ist denen das nicht peinlich oder so? Vielleicht können wir die ja unterstützen. Weiß ich nicht. Nee, lach, komm, wir lassen die Toiletten da. Wasser muss da noch hin. Machen wir das einfach mal so. Ich hoffe, das passt so. Okay. Ach, Mist. Da hat es nicht ganz gereicht. Da war noch eine Toilette. So. Strom. Eine Bank muss da rein, glaube ich, ne? Bank. Oh, 2 Bänke da rein. Und das da unten muss als Duschraum deklariert werden. So. Ach, das machen wir, wenn das fertig eingerichtet ist. Ich kriege das jetzt so parallel nicht hin. Da fehlt noch ein Stück Zuleitung. Okay, deswegen.